Hallo liebe Chemieinteressierte, hier ist André mit einem Video Essigsäure reagiert mit Alkohol. Seid dazu herzlich willkommen. Essigsäure links hat die Formel CH3COOH, man nennt sie mit systematischem Namen Ethansäure. Alkohol rechts ist darstellbar durch die Formel CH3CH2OH. Er trägt den systematischen Namen Ethanol. Klar, dass wir es hier nur mit den Verbindungen in verdünnter Form zu tun haben. Lasst uns nicht müßig gehen und flugs zum Experiment schreiten. Wir nehmen einen Erlenmeyer-Kolben, füllen ihn zu etwa einem Viertel mit reiner Essigsäure und fügen dazu etwa die gleiche Menge an reinem Alkohol hinzu. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com